Ich möchte Ihnen jetzt etwas zum Syrienkrieg erklären, weil den Syrienkrieg verstehen die meisten Leute überhaupt nicht mehr. Ja? Syrien, wenn ich meine Freunde frage, bei Ihnen ist es vielleicht anders, die sagen einfach Syrien, völliges Chaos. Ich komme nicht mehr draus, irgendwie alle bombardieren, ich weiß nicht warum. Grundsätzlich, meine Analyse, es gibt andere Meinungen, ich kann nur meine Analyse sagen, geht es natürlich, Sie sind nicht überrascht, um Öl und Gas. Es gibt hier im Persischen Golf ein Gasfeld und das ist das größte Gasfeld, das es gibt auf der ganzen Welt. Die Kataris haben einen Teil dieses Gasfeldes und sie haben mit der Türkei sich im Jahre 2009, das ist 2 Jahre vor Ausbruch des Syrienkriegs, getroffen und haben gesagt, wir würden gerne eine Pipeline bauen von diesem Gasfeld hier durch Saudi-Arabien und dann durch Syrien in die Türkei auf den europäischen Markt, weil die wollen das Gas uns verkaufen, ja, in Zürich und in München. Hier verdient man Geld. Gas in Katar bringt nichts. Und das Problem war, da mussten sie Assad fragen, ob er dabei ist, dass man eine Pipeline durch sein Land zieht. Und das war dann das Problem, dass Assad gesagt hat, nein. Er hat gesagt, nein. Das fanden die gar nicht gut, weil dieses selbe Gasfeld wird auch vom Iran zur Hälfte beansprucht. Das ist ein ganz spezielles Gasfeld. Da hat ein Land auf dieser Seite Zugang und der andere auf dieser Seite. Jetzt ist sofort klar, der schneller abpumpt, ist der schnellere. Ja? Das ist eine zusammenhängende Formation. Und dann haben die Iraner gesagt, ja, wir würden gerne diese grüne Pipeline bauen, haben dann wieder den Assad gefragt und der Assad hat gesagt, ja. Und so kompliziert ist es ja nicht. Der Iran möchte daher Assad an der Macht halten. Kuwait und Saudi-Arabien und die Türkei möchten Assad stürzen. That's it. Und wenn Sie es noch vertieft haben wollen, dann haben Sie im Hintergrund die Amerikaner und die Briten, die beschlossen haben, dass sie Assad stürzen wollen. Okay? Das heißt, Sie haben einerseits eine Allianz der NATO-Länder, Großbritannien, USA und Frankreich, die Assad stürzen wollen, zusammen mit den Golfmonarchien Katar, Saudi-Arabien und Erdogan in der Türkei. Das sind die sunnitischen Länder, die wollen Assad stürzen. Und auf der anderen Seite haben sie den schiitischen Iran zusammen mit der schiitischen Hisbollah, die den Alawiten Assad an der Macht halten wollen. Und die Russen wollen Assad auch an der Macht halten, weil die Russen haben 2 Militärstützpunkte in Syrien. Und die Russen wollen auch nicht, dass das katarische Erdgas auf den europäischen Markt kommt, weil, und das weiß jeder, der Champions League schaut, da ist ja schon Gazprom. Es gibt viele Dinge, die die Leute völlig kompliziert finden, aber kompliziert ist es nur, wenn man dauernd verwirrt wird. Ja? Sie können alles so kompliziert darstellen, dass niemand mehr rauskommt, aber Sie könnten es von Anfang an einfach als Regime-Change erklären, auf der Basis von Geostrategie. Dann macht es Sinn, weil dann haben Sie auf der einen Seite die sunnitische Allianz, Katar, Saudi-Arabien, Türkei, plus Großbritannien, Frankreich und USA, die NATO-Länder, und auf der anderen Seite Russland, Iran, Hisbollah und Assad. Und die ganze Geschichte spielt sich nun schon seit 4 Jahren ab. Wir haben 400.000 Tote und bei uns in der Schweiz und auch bei Ihnen in Deutschland, ich beobachte das ein bisschen, wird es nur so dargestellt, dass Assad einfach ein Schlechter ist, der Schlechter von Damaskus. Ja. Von Öl und Gas hören Sie wieder mal nichts. Und dann steht auch, man hat nicht interveniert, sondern erst jetzt, wo der anfängt, sein Volk abzuschlachten, interveniert man. Und das stimmt so nicht. Ja. Man hat absichtlich, Saudi-Arabien vor allem und die Türkei, haben absichtlich radikale Dschihadisten in Syrien einsickern lassen, ja, um die dann eben sozusagen aufgefordert, die syrische Gesellschaft zu destabilisieren. Und das hat auch funktioniert. Ja. Also wenn Sie Dschihadisten, die sehr radikal sind, die Leute umbringen, enthaupten, in ein Land einsickern lassen, Sie geben denen Waffen, dann können Sie jedes Land destabilisieren. Es ist sogar so gelaufen, dass man im Libyen-Krieg, 2011 haben wir den Libyen-Krieg geführt, haben Gaddafi umgebracht. Dann hatte man noch viel Waffen dort. Ja. Dann hat man diese Waffen hier in die Türkei geflogen, auf die Luftwaffenbasis Incirlik. Und von dort hat man dann die Al-Nusra-Front, die Freie Syrische Armee und Al-Qaida in Syrien, die sich dann IS nennt, bewaffnet. Bei uns wird das so erklärt, dass das Rebellen sind. Also der Begriff Rebell, ja,
ist für uns gar nicht so schlecht, weil James Dean war ja auch ein Rebell. Wenn es heißt Dschihadist, dann ist es so schon eher komisch, oder? Und das Komische ist, dass sich die NATO-Länder USA, Großbritannien und Frankreich auf der Seite der Rebellen, das heißt auf der Seite der Dschihadisten, befinden. Wenn das die Bevölkerung herausfindet, haben wir Feuer unterm Dach. Ja, weil es heißt ja immer, die NATO bekämpft den Dschihadismus. Insgesamt geht dieser ganze sogenannte, und darum sage ich immer sogenannte, Krieg gegen den Terrorismus nicht auf. Er ist durchsetzt mit Lügen. Das sind so Geschichten, wo sie irgendwann, es ist egal, wo sie drüber stolpern, aber irgendwann stolpern sie. Das ist wie, wenn sie einen Hund und eine Katze haben zu Hause, die sind seit 10 Jahren friedlich nebeneinander, und irgendwann kommen sie nach Hause und fragen, wo ist eigentlich der Hund? Und dann sagt der Sohn, oh, die Katze hat ihn gegessen. Da wissen sie, das stimmt was nicht. Ich sage nur, man muss nicht alles glauben. Okay? Das ist der Punkt. Der Sohn wird dann irgendwann lachen und sagen, haha, ich habe dich reingelegt, du hast geglaubt. Dann müssen sie sagen, nee, die Katze ist viel zu klein, etc. Aber das, und der Hund kommt ja dann auch wieder vor, aus dem Schrank oder wo. Und diese Lügen, ja, mit Lügen haben wir immer wieder zu tun. Diese Lügen gibt es in der internationalen Politik. Hier sehr prominent mit dem amerikanischen Außenminister Colin Powell, der vor dem Angriff auf den Irak dieses Fläschchen hochhält und sagt, Saddam hat Massenvernichtungswaffen. Wir wissen heute, ja, wir wissen heute, es war eine Lüge, und was hier drin ist, wissen wir nicht. Das könnte Malerfarbe gewesen sein. Also es ist schon ziemlich dreist.